So, wir sind jetzt von Wellington aus nach Norden gefahren, an der Westküste der Nordinsel entlang. Landschaftlich, ja, wenn man die Südinsel kennt, dann nicht so interessant. Wenn man unbedarft hingeht, dann sieht es doch ganz cool aus. Und ja, wir haben jetzt hier einen kleinen Campingplatz aufgesucht, der auch wieder nichts kostet, vom Department of Conservation. Und hier werden wir die Nacht verbringen und morgen dann weiterfahren Richtung Napier wahrscheinlich. So, wir sind jetzt unterwegs, haben letzte Nacht gecampt in der Nähe von Levin und fahren jetzt nach Napier heute. Gucken uns Napier mal an. Die Landschaft ist relativ langweilig, jetzt kommt hier endlich mal wieder ein Stück, das auch interessant ist. So, da unten liegt der kleine Ort Ocean Beach, wo wir jetzt mal hinfahren. Und der ist wohl bekannt, also der ganze Strand hier, für seine Brandung, was auch immer das heißen mag. Ob da hohe Brandung ist oder nicht. Vielleicht surfen ein paar, mal gucken. Fahren mal runter. Ja, also ich habe gerade gelabert, als wir noch oben waren. Wir sind nämlich gar nicht in Ocean Beach. Wir haben nämlich eine Abzweigung falsch genommen. Und sind jetzt in Waikamara Beach oder sowas. Der direkt daneben liegt quasi, ein bisschen weiter südlich. Aber der auch bekannt ist für seine Brandung. Und wir sehen hier auch schon gleich einen Surfer aufs Wasser rauspaddeln und die Wellen kommen schön rein. Das ist trotzdem schön hier, obwohl es nicht Ocean Beach heißt. Uns haben jetzt die Wellen so angemacht, dass wir da jetzt mal reingehen wollen. Schön saukalt, aber coole Welle. So, gut erfrischt aus dem Meer zurück. Schöne Wellen, aber trotzdem noch sehr kühl. Jetzt fahren wir weiter über Hastings, das ist ungefähr 20 Kilometer nördlich von hier. Und dann wollen wir heute Abend noch nach Napier und mal gucken, ob wir da im Hostel pennen oder ob wir uns wieder einen Campingplatz irgendwo suchen. Werden wir sehen. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Auf geht's! Wir sind jetzt in der Stadt des Artico in Napier. Und das Hostel ist auch in einem Artico-Haus drin und ja, wir gehen nachher noch einkaufen und schauen uns mal die Stadt an. Wir haben wieder ein großes, großes Bett. Jetzt kommt der obligatorische Ostbettwerfer. Ja. Und ja, vorne hat es eine coole Küstenstraße, Promenade, wo es Restaurants und Cafés haben. Jetzt gucken wir uns mal die Innenstadt an. So, nächster Tag. Wir waren gestern Abend noch im Kino in The Social Network. Cooler Film. Ja, jetzt sind wir immer noch in Napier, haben aus dem Hostel aber ausgecheckt, das nicht so berauschend war. War eher wie so eine verranzte Jugendherberge in Deutschland. Aber jetzt sind wir in Napier, das Wetter ist super. Und gucken uns die Stadt ein bisschen an. Und heute Abend fahren wir dann ein bisschen raus und treffen uns dort mit Flo, der gerade mit seiner Freundin auf der Nordinsel unterwegs ist. Ja, da drüben ist schon mal die erste Sehenswürdigkeit, die Pania of the Reef, eine Art Meerjungfrau. Ja, die hat so ein Maori-Ding zwischen ihren Brüsten und gilt so als die dunkle Schönheit. Hat auch so ein bisschen Maori-Gesichtszüge. Und erinnert so ein bisschen an die Meerjungfrau Kopenhagen, steht im Lonely Planet und wurde genauso wie die auch schon mal gestohlen und wiedergefunden. So, also wir haben gerade die vom Lonely Planet empfohlene Stadttour gemacht, ein Rundweg
viele, 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 viele Art Deco-Häuser. Sieht schon fast zu krass aus, so, zu künstlich. Aber hier wurde alles durch ein Erdbeben zerstört und dann eben damals wieder aufgebaut. Deswegen alles im gleichen Stil. Aber schon cool auf jeden Fall. Coole Stadt. Wir gehen heute ins Aquarium, Sesche Aquarium, wo es übrigens einen Kiwi gibt. Vielleicht sehen wir ja heute unseren ersten Kiwi. Und ja, sieht auch von der Architektur ganz cool aus, das Dach. Erinnert an so einen Rochen. Und gehen wir mal rein. Wirklich da sitzen. Oh, die Nase. Einmal schon öfter am Tunnel angestoßen. Es ist voll cool hier drin. Unter den vielen Haien und Rochen und anderen Fischen durchzutauchen. So nah kann man Kiwi doch nie wieder sein. Ist direkt da. So, raus aus dem Aquarium, tolles Aquarium, viele, viele schöne, interessante Fische, Fütterung, aber am besten war doch der Kiwi, einfach mal einen Kiwi zu sehen und unsere erste Neuseeland-Mission, einen Kiwi zu sehen, bestanden. Yeah. Juhu. Das war Napier, jetzt fahren wir weiter zum Campingplatz nördlich von Napier und treffen uns dort mit dem Flo und der Julia, seiner Freundin, und sehen weiter. Also, bis dann.